liebe Freunde des ehemaligen Grand Prix de la Chanson d'Eurovision. Damit die 43 Teilnehmerländer hier beim Eurovision Song Contest die Stadt Düsseldorf ein bisschen besser kennenlernen, hat sie tolle Stadttouren organisiert. Da fahren dann die Delegationen mit, der eine oder andere Star und heute auch wir. Hello. Hey, how did you guys all actually find each other? I found this guy almost 30, under a tree, no. 33 years ago. He's my brother. I found it at my house. I found that very strange then. I was 3 or 4 years old and I said, what is this? What is this little mouse doing here? And it was him. But then six years ago, me and my brother, we start to do a comedy show. In a TV station in Portugal, and in this comedy show, these characters were born. These characters you see, these clothes and all this 70s iconography, it's a tribute we make to the Portuguese 74 revolution. Mm-hmm. It was a very peaceful, very beautiful revolution that gave democracy to our country. Concerning messages, political messages are not allowed in the Eurovision Song Contest. Yeah. So they say we are political because we represent this 74 revolution. But we are comedy characters. Of course, I believe that in comedy, various serious things can be said, but always in a comedy way. Acho que devíamos contratar. Isso são os metros? Isso é o italiano. Quase. Anda pra rua gritar. My character is like, it's a soldier, April soldier. The soldiers in Portugal in 74 makes the revolution. Okay. So I represent these men who fight for better conditions in our country to live. So, vom reinen Turm jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen ziehen wir mit den Portugiesen jetzt mal in den Medienhafen. Da gerät man auf einmal ins portugiesische Fernsehen. Pois é, temos aqui uma camarada que agora anda sempre connosco, pá, que é uma camarada da NDR, pá, que é aqui a televisão deles, uma coisa atrasada aqui da Alemanha, pá. Sei, homens da luta da Best. Die Männer des Kampfes sind die Besten. Somos os melhores camaradas, pá, estamos a conquistar isto tudo, pá, camaradas. Parteiisch bin ich natürlich nicht, aber Übersetzungsleistung. Wer die Hohenzollern Luta den ganzen Tag begleitet, das ist Corinna Krüger. Sie ist nämlich als Volunteer dabei. Wie ist er das so, mit denen unterwegs zu sein hier in Düsseldorf? Ich meine, ihr seht das selber, die sind wie so ein Sack Flöhe, springen überall rum, machen Musik. Ich glaube, bei den Portugiesen ist wirklich so 24 Stunden am Tag Party. Und ich glaube, die genießen ihre Zeit hier. So, jetzt hier mit dem Hop-on-Hop-off-Bus geht es in den ältesten Stadtteil von Düsseldorf, Kaiserswerth. Die Omens de Luta, die Männer des Kampfes, kämpfen jetzt für die Öffnung des Busses. Like Düsseldorf so far? Yeah, I think it's a beautiful city with beautiful buildings and expensive buildings and a lot of green. And that's good. That's a cool part. A lot of green. Statt Burgruinen aus dem Jahre 700 sind wir hier hängen geblieben am ersten Stand mit Altbier und Fritten. Etwas weniger Kultur, dafür umso mehr Düsseldorf. Nice beer. Can I say Prost? Prost! I love Deutschland.
Ich liebe Deutschland. Yes, great. That's it. You know German? No, I don't. I know. Ich liebe, I love Deutschland. So how many beer do you drink one evening? No. More. More. Believe me, he's not lying. Liebe Eurovisionäre, unsere Rambazamba-Stadtrundfahrt mit Portugal neigt sich gegen Ende. Mit uns geht es natürlich auch weiter ab, auch in den kommenden Tagen. Also klickt wieder rein auf Eurovision.de. Wir sind eins. ARD.